bin vollkommen begeistert und überwältigt. Es ist wunderbar, wie selbstverständlich sich die Skulpturen zwischen die Gemälde fügen. Es sind unglaublich anregende Gegenüberstellungen. Allein die Idee des neuen Zugangs ist grandios und der Empfang hier in dem Raum ist sensationell. Also ich kann nur sagen, auch aus Berliner Sicht, es ist außerordentlich und man kann geradezu sagen, man muss auf Dresden neidisch sein. Das ist schon ein wunderbares Gefühl und das hat sich gelohnt. Die große Investition in Kultur hat sich gelohnt. Wir freuen uns. Es ist ein großes Gemeinschaftswerk und es ist ein Museum geworden, in dem wir, europäische Geschichte bewahren. Sie haben fantastische Arbeit geleistet. Für Dresden und für Deutschland, für die holländische Maler in der Sammlung und für die europäische Kultur. Eine Sammlung, die die Dresdner alten Meister und diese begleitenden Skulpturen, ist ein Ort der Begegnung mit dem, was unsere europäischen Kulturen miteinander verbindet. Wir haben für die staatlichen Kunstsammlungen Dresden ein Album produziert, das heißt How to Ear Painting, und das hat heute Abend hier seine Premiere und wir freuen uns sehr, ein Teil dieser großartigen Wiedereröffnung zu sein. Das ist, glaube ich, für uns alle emotional sehr bewegend und wir freuen uns einfach alle riesig, dass jetzt das ganze Haus wieder offen ist. It's a complete change and it's the gallery is really, it feels that there's a lot of energy and I think it's amazing. Es sind viele neue Begegnungen und ein kluges Konzept, manche Malerei etwa der Renaissance und des Barock aus der Antike heraus zu verstehen. Es macht großen Spaß. Und dann diese Kombination mit den Skulpturen und die Farben, die die verschiedenen Herkunftsländer differenzieren, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wirklich sehr schön. Und es schmeckt nach mehr. Und ich hoffe jetzt, mir die Sammlung nochmals in Ruhe ansehen zu dürfen. I really like this density of a lot of pictures and a lot of objects. That's marvelous.